Hallo und willkommen, ich bin Amiga3, wie ihr seht, es ist natürlich nochmal Zeit für Warframe und in diesem Video backen wir uns nur ein alleiniges Thema, nämlich Crossplay, weil Crossplay ist laut der E jetzt verfügbar für alle Plattformen, nicht einige zukommen ist, nein, angeblich können wir jetzt alle zusammen untereinander spielen. Diesbezüglich werden wir uns gleich ein paar Informationen reinziehen. Leider konnte ich euch kein Gameplay zeigen, wo ein paar verschiedene Plattformen zusammen hantieren, aber das kommt vielleicht noch in Zukunft. Aber vielleicht die erste Frage ist, wie schalte ich das vielleicht an meinem Gerät ein? Ganz einfach, lass mal kurz Escape drücken. Okay, bei mir am PC könnt ihr Escape drücken, aber halt, wo ihr die Menüs hier seht, nicht wahr? Dann gehen wir hier auf Options und dann scrollen wir unter dieser Rubrik bei System. Mal dezent nach unten und hier steht dann Cross-Platform Play. Und da müsste eben Enabled drin sein. Und wenn das der Fall bei euch ist, dann steht euch schon die Tür zu der Welt offen. Mehr müsst ihr eigentlich gerne tun. Und sofern ihr dann Leute rumfliegen habt, lasst mal kurz gucken, ob die letzten Leute, mit denen ich unterwegs war, vielleicht rein zufällig von einer Plattform kamen. Mit den Worten nö. Leider sind alle Leute, mit denen ich die letzte Zeit gespielt habe, alle vom PC. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich auf der Mission rumspielen bin, vor allem eben in dem etwas schwierigen Modus. Ja, die ich im letzten Video schon behandelt habe. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, lass uns mal kurz gucken gehen, was DE so alles geschrieben hat oder erklärt uns hat, was mit Crossplay alles gekommen ist, was die Feature derzeit sind. An der Stelle sollte ich vielleicht eine Sache kurz vorwegwerfen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, falls irgendetwas katastrophal fehllaufen sollte oder irgendwas nicht funktioniert, wie Sie sich's vorstellen, ist womöglich auch Crossplay sofort wieder aus. Aber trotzdem hat DE gesagt, hey, Crossplay ist da, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass es vorzeitig erstmal anbleibt. So, und damit wäre ich nämlich auf die offizielle Erklärbär-Seite mal gerade gesprungen von Cross-Platform-Play-Guide. So, gehen wir mal kurz ein bisschen runter. Was ist Cross-Platform-Play? Ich glaube, da müssen wir nicht lange philosophieren darüber, weil wir können zusammenspielen, das ist es eigentlich schon. Wie sieht's aus mit Cross-Platform-Safe? Basteln wir noch dran rum. Was sind die derzeitigen Feature von der ganzen Geschichte? Lass uns mal kurz darüber fliegen, weil hier stehen glücklicherweise ein paar Sachen mehr. Hier werden natürlich erstmal aufgeführt, welche Plattformen jetzt verbunden sind. Wie ich meinte ja schon alle, aber ja, PC, Xbox, PlayStation, Nintendo, Switch, ausgezeichnet. Das Einzige, was ich jetzt hier noch auf der Liste gerade fehle, ist übrigens die Mobile-App, die sie ja mal geplant hatten, dass man tatsächlich Warframe auch mobile spielen kann. Weil ihr erinnert euch vielleicht an einen der Dev-Streams, nee, Dev-Streams war es nicht, von der Tennocons, glaube ich, irgendwo. Auf jeden Fall hatten sie mal gezeigt, dass die alle Konsolen und einer sogar Mobile-Version gespielt hat. Deswegen, aber das steht hier noch nicht bei. Gut, gut. Dass wir eben dann bei zufälligen Gruppen eben übereinander stolpern gehen können, was ja nicht verkehrt ist. Ihr könnt von anderen Plattformen eben jetzt auch Leute auf dem Relais treffen und die Dojos besuchen. Allerdings gibt es derzeit da ein kleines Problem. Das heißt, von Worten erst müsste jemand von der eigenen Plattform in den Dojo gekommen sein und dann müsste er jemanden einladen, damit die auch zusammen in einer Gruppe dort sein können. Aber das ist okay. Und sollte sich eben jemand von einer anderen Plattform in eurer Gruppe aufhalten, hätte er eben dieses sehr nicht eindeutige Symbol, dieses... Ja, Teile hier halt. Und natürlich kann man auch Spieler gut auseinanderhalten, weil die kriegen tatsächlich eine spezielle Nummer quasi bei ihren Namen mit dabei, damit sie auch über die ganzen Server hinweg auch identifiziert werden können, weil theoretisch gesehen könnt ihr von jemandem vom anderen Server einen ähnlichen Namen oder womöglich sogar den gleichen. Und dann kriegen die halt einfach eine Nummer hinten dran geknallt und schon weiß jeder, ach, das ist der, keine Ahnung, ist ja 69 oder sowas, das ist auf jeden Fall nicht der Typ, der Nummer 2, der mich letztes Mal abgemurkst hat, whatever. Nicht das, was geht im Spiel, aber ihr wisst, was ich meine. Und natürlich wird auf eine Kleinigkeit hingewiesen, da auf der Konsole Leute eben ein Freizeichen im Namen haben könnten, müssten wir, wenn wir das eingeben, / w eingeben und dann eben solche, wie war es schön, solche Zeichen außenrum machen, solche Apostrophe quasi außenrum machen, um den ganzen Namen, damit das als Name auch anerkannt wird. Nach dem Motto müsste halt dann / w, dann Apostroph, dann der Name, Apostroph und dann halt die Nachricht dahinter. Okay, mal gucken, ob das in Zukunft geändert wird oder irgendwie ein bisschen kürzer gehandelt wird. Okay, und wie man die Sache einwirft, haben wir eben schon gesehen. Und für Leute, die es oben noch nicht gelesen haben, nein, Cross-Platform-Safe ist momentan noch nicht gegeben. Schön, dass sie es zweimal geschrieben haben. Beziehungsweise oben haben sie erzählt, was es ist und drunter geschrieben, dass es noch nicht gegeben ist. Und hier haben sie nochmal geschrieben, ist es denn da? Und die so, nö, aber wie dem auch sei. Aber solltet ihr irgendwelche Probleme haben oder irgendwelche Sachen, die nicht funktionieren, solltet ihr hier der Sache folgen und im offiziellen Forum quasi das hintackern, dass die Leute, oder am besten mit Screenshots oder sogar ein Video am besten, das belegen, was genau das Problem war, damit die Devs daran auch arbeiten gehen können. Und wenn man am PC ist, gibt es hier noch ein paar Hinweise, wie man das eben als Datei auch irgendwie anhängen kann oder als Fehlermeldung einsenden kann.
Gut, würde ich mal gerade sagen. Das hört sich schon alles nicht schlecht an. Bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht wirklich viele Fehler gesehen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich habe bis jetzt auch nur Leute vom PC jetzt kennengelernt. Zumindest jetzt, wo ich in den neuen Missionen rumtigern war. Nun gut. Aber lass das mal gerade so stehen. Danke fürs Beispiel Zuhören. Das war Mega 3 und so viel zum Thema erstmal. Ja, Crossplay. Ja, Crossplay ist da. Who knew, sag ich mal gerade. Ja, wie war das? Falls jetzt irgendeiner Bock hatte, also mit mir zu spielen, wie gesagt, Sonntagabends bin ich ja live, dann könnt ihr quasi auch von der Konsole endlich mal mit dabei sein. Wenn ihr denn mögt. Bis dahin also erstmal. Und ciao.